Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Runde Trackmania mit Santana. Hallo. Wir spielen Spams und zwar Pleb Derby. Das ist die zweite Ausgabe. Pleb Derby heißt, es werden x Strecken der letzten Spams Weekly nochmal gefahren. In dem Fall die letzten 6 Strecken. Und wir fahren 2 Runden auf jeder dieser letzten 6 Strecken. Also alle Strecken, die bis jetzt dieses Jahr gefahren wurden. Man kriegt Punkte fürs Finish und der Rest ist schon nicht mehr sichtbar, weil ich meine Antwort machen musste. Also es wird halt dann zusammengerechnet und man kriegt Punkte dafür. Ja. Das hier ist die, die sind wir gar nicht zusammengefahren, aber da habe ich mir das schon mal die Strecke angeguckt. Das heißt, 4 dieser Strecken sind wir hier zusammen auf meinem Kanal gefahren. Ich bin gefahren, ihr habt zugeguckt zumindest. Eine kannte ich gar nicht und das hier habe ich zumindest live gesehen. Santana ist, glaube ich, das hier nicht mitgefahren, von dieser Strecke, richtig? Ja. Alle anderen, glaube ich, schon, ja. Okay, Scam, sage ich schon. Spam hat die Challenge geskippt, das wollte ich sagen. Ich fange jetzt bei Rainbow Road an. Diesmal sind wir zu dritt gefahren mit Snacks und Zanakos. Ja. Die war eigentlich ganz cool. Die bin ich zumindest am längsten gefahren. Naja, ich glaube, ich in der ersten Runde gleich 5 Bucks kassiert und dann hatte ich schon wieder keinen Bock mehr. Das Point System scheint jetzt zu funktionieren. Hier müssen wir punkten auf der Strecke. Hier müssen wir punkten. Anscheinend kriegt man, also es kriegt jeder, der ins Ziel kommt, einen Punkt. Und ab dem 28. Platz gibt es da mehr Punkte, nämlich 2 auf dem 28. Also mindestens 28. versuchen zu werden, damit wir uns ein bisschen abheben von allen, die einfach nur ein Ziel fahren. Ich finde das System ein bisschen dämlich. Warum nicht einfach wirklich jedem Platz unterschiedliche Punkte geben? Ja. Weil gerade jetzt, weiß ich nicht. Oh, weil einfach ein Dreiviertel der Leute sich nicht miteinander messen können, weil alle am Ende, weiß ich nicht, 12 Punkte haben für, ja, ich bin nur ans Ziel gefahren. Ja. Go, go, GLHF. Checkpoints sagen, ich bin Erster. Checkpoints erzählen aber auch viel, wenn der Platz, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, die erzählen viel, wenn der Cup Spams ist, das würde ich sagen. Boah, ey, wenn ich das mit Pet fahren würde, ja, ich würde jetzt schon hier auf 130 rumhängen, oder so. Also immer noch nicht, wie ich den RPG-Part fahren soll. Das habe ich, glaube ich, damals auch nicht rausgekriegt. So. Kommt so der speedige Speed-Part. Wir müssen unbedingt diesen Turn da richtig schön hinkriegen hier. Er war nicht richtig schön, aber wir sind zumindest nicht komplett rausgeflogen. Oh, natürlich ein Bug. Beim Aufkommen, ey. Oh Gott, ich bin gerade konzentriert, weil ich tatsächlich 27. bin. Das heißt, oh, Landebug! Da oben beim Aufkommen Landebug. Das ist natürlich auch voll geil. Ja, ja, genau. Gleich 10 Plätze verlieren. In einem fucking Landebug. Nein, komm schon. Komm schon. Nein, 24. Weil alle diesen Checkpoint am Ende scheiße gefahren sind. Die wissen nicht, dass man da respawnen drin sollte. Das ist das, was mich jetzt... Boah. Nice.
direkt mal mehr Punkte. Santana auf der 10. Aurel 1. Coco 2. Coco, glaube ich, auch den Weltrekord gehabt am Ende. Der ist zwar nicht mitgefahren, aber später anscheinend mal auf den Server gegangen und hat den ersten geholt. Genolifed. Wo ja. Ich ja mit Onyo hier mal gestreamt habe und der war dann auch auf der Strecke und wollte da auch unbedingt den ersten holen. Hat es aber nicht hingekriegt. Also hätte er geschafft, aber hatte am Ende keine Zeit mehr für den Run. Wind schreibt mir, shit crashed. Wer kennt die Strecken nicht? Vierter könnte ich noch werden, die Zeit war gut. Also ich habe einen RPG-Part, stand ich einmal kurz quer. Ja, ich war eigentlich mit meiner Runde halbwegs zufrieden. Der eine Landebug war halt ekelhaft. Okay, zweite Runde. Nochmal genauso gut. Bitte, bitte. Ah, da habe ich wieder irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit verloren, glaube ich. Oh. War jetzt nicht besser, aber auch nicht so richtig scheiße. Puh, da dachte ich schon, ich komme dagegen. Na, schön runtergefallen. Bist du vorne mit dabei? Bin zumindest noch nicht gecrashed. Ich fahre ja mal mit Hard Off. Ich lasse mich dann im Ziel überraschen. Oh, das war scheiße. Ah, wieder nicht so bekommen, wie ich das wollte, diese Schrägkurve da. Wow, ich würde hier einfach jetzt nicht mal eine Sekunde hinten bin, aber 50 Plätze weiter hinten. Jetzt hier kein Landebug, dann hole ich mal schon auf meine Zeit von der ersten Runde zumindest auf. Und auch insgesamt Plätze aufgeholt. War schon wieder da dran hängen geblieben an dem scheiß Loch. Nein, ich hab's verkackt. Oh, fuck. Spät gebremst. Oh, nicht ernsthaft, oder? Komm schon. 40? Scheiße. Hab noch ein Salto gemacht, ey. 53. Oh Gott, das war so gut. So, Mann, und danach mir, weißt du? Da, das ist halt echt hart, so eine Runde nur. Ah, ich war am Ende bei dem Respawn, war ich irgendwie 36, aber ich habe den Finish-Jump nicht so gut bekommen. Ah. Da guck mal, Milmi auch jetzt erst ins Ziel gefahren gerade. Ja, bestimmt, weiß nicht, also Top 5 könnte ich vielleicht gewesen sein, so, oder Top 10 auf jeden Fall. Und dann habe ich vergessen, dass man da bremsen muss beim Booster. Ich komplett gegen den Checkpoint geknallt. Ja. Richtig gegen geklatscht, ja. Jo. Also zumindest ein Punkt. Ja. Yeah. Aurel. First, zweimal in Folge. Erste Map ist vorbei. Ich scheine insgesamt 28 zu sein. Wir gucken mal. Nee. 39 mit 8 Punkten insgesamt. Immerhin 8 Punkte schon. Ja, das ist schon mal die Hälfte von dem, was. Mehr als die Hälfte von dem, was Minimum ist. Das Vierfache, oder? Ne, doch, ja. Okay, das ist die Map, die wir nicht gefahren sind. Auch die längste Map. Ganz schön hart. Und irgendwie. Wie war das da, als das Turnier losging? Was ist da passiert? Irgendwer hat Restart gewotet, weil die Votes irgendwie auf dem Server nicht ausgehen und dann haben alle natürlich Ja gedrückt. Und die Map gerestartet und Spam hatte dann keinen Bock mehr und hat gecancelt. Nach der zweiten Runde. Ja. War aber doch geil.
Deswegen kennen die Strecke nicht so viele. Roadscript wird schon geschrieben im Chat. Oh, hier ging es noch mal lang. Ja, komm, Warm-up reicht. Ich will loslegen. Danke. Ah, oh, ich überlege, ob ich den Sprung riskiere. Ich glaube nicht. In dem RPG-Part gibt es einen so einen Part. Ein Part. Es gibt einen Sprung, da kann man komplett über alles rüberspringen. Muss man aber sehr speedy drauf sein. Mach ich nicht. Hab viele Failen sehen hier im Warm-up. Ja, come on, Lolos. Lolos, Lolos. Okay, jetzt hier den ersten hier runter jumpen. Schon mal nicht verkacken, wäre gut. Okay, gut, gut. Da habe ich nämlich schon die ganze Zeit verkackt. Okay, ich habe schon verkackt. Holst mich ja trotzdem noch ein. Oh Gott, das war so schlecht. Wie ging's hier nochmal? Genau. Und hier so ein bisschen rüber jumpen. Ich bin so ein paar Mal jetzt gefahren, die Strecke. Hier kann man so da jumpen oder man fährt an dem Rand lang. Und hier kommt dieser RPG-Part. Und wenn man hier mit sehr viel Speed fährt, dann kann man bis hier in den Checkpoint springen. Alter, ernsthaft? Da bin ich... Wow. Okay, ich habe eh keine Hoffnung, dass ich hier mehr als einen Punkt kriege. Deswegen war das jetzt gar nicht so schlecht. Nicht so schlimm. Mehr als den einen Punkt werde ich jetzt halt auch wirklich nicht mehr kriegen. An der Stelle verkacke ich auch meistens. Darf ich auch nicht. Und Bug. Nein, dann nicht. Ja, dafür, dass ich respawn musste, 94. ist noch ganz gut. Also die Strecke stellen echt kaum Leute zu kennen. So, jetzt kommen wir hier in diesen kleinen Speedpart. Hier die Kurve finde ich immer ein bisschen unfair vor dem Mega Jump. Bong. Wow! Ernsthaft? Und dann, ey, das ist so dumm einfach. Da muss den ganzen Speedpart nochmal fahren, wenn man diesen Jump Looping failt. Ja. Also, der ist halt auch noch so kacke, dieser Jump Looping. Fahre ich zum dritten Mal den Speedpart, weil der so Bullshit ist. Wenn man davor halt Dirt macht und dann da so hoch blubbert. Ich hoffe, dass ich jetzt überhaupt noch ins Ziel komme. Ich glaube, das wird schon knapp. Und aber im ersten war natürlich absolut mein Fail, aber die Strecke ist halt einfach nicht so geil. Nur den Rest versuchen gut zu fahren, damit ich überhaupt noch ins Ziel komme. Ist nicht bald Ziel? Nee, war, ach, da kommt noch dieser ganze Graspart und so. Eine Minute haben wir noch. Aurel und Papu als erster im Ziel. 35. Local, yeah. Jetzt Spam anscheinend aber auch was dran rumgebastelt an der Strecke, sonst würde da nicht stehen, dass er sie gebaut hat. Ja, da war auch ein Cam-Change drin, irgendwie, der nicht hätte sein sollen. Da war man irgendwie in Cam 3 geforst. Ja, jetzt muss ich hier nochmal respawnen. Ich glaube nicht, dass ich noch ins Ziel komme, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich halt diesen Speedpart dreimal fahren muss. Nee, ich komme nicht mehr ins Ziel. Das ist noch der Scheiß. Dann ist noch ein Jump. Und zwei Kurven. Mehr Kurven sogar. Ja, Bullshit. Einfach nur Bullshit, die Strecke. Ich habe die auch nicht trainiert, weil ich bin die zweimal gefahren, dachte mir, boah, richtig kacke die Strecke. Naja. Already genolifed hat die Maps, ey. Ich habe die nicht auf dem Server hier gesehen. Und wir sind in der Woche verteilt mit den Arcore-Leuten. Und wer noch so auf dem Server waren, haben wir immer gesagt, alle gleichzeitig respawnen.
Und sind dann ein paar Runden gefahren, so fünf oder so. Und wer als erster im Ziel war, die 5 Runden geschafft hat, musste schreiben im Chat. Das war sehr spaßig. Na, jetzt zumindest kein Mega-Fail bauen und finishen wäre geil. Da werde ich mich jetzt auch drauf konzentrieren. Okay, hier schon mal nicht gefällt. Das ist schon mal was. Hier muss man recht schnell sein, wenn man sonst diesen Sprung hier nicht schafft. Und jetzt den Speedpart. Bitte nicht verkacken. Okay, das nehme ich in Kauf. Diesen Respawn nehme ich in Kauf. Mit 65. Musste respawnen und habe irgendwie 30 Plätze gut gemacht mit einem Respawn. Okay. 56. Im Chat, Minus, Minus. Ja, die Strecke ist nicht so geil. Ich will gar nicht wissen, wie das im ersten Plep Derby war, wo sie die ersten 17 Strecken gefahren sind, die es gab. Weil da Ich gibt's. sowieso nicht, warum er das jetzt überhaupt macht nach 6 Maps, keine Ahnung. 6 ist besser als nach 17, würde ich sagen. Weil, also ich hätte mir jetzt keine Lust, mir 17 Strecken anzugucken. Ja, Und man auch könnte es irgendwie so. dann so nach der Season machen und dann irgendwie so, was ich, zur Weihnachtszeit oder sowas halt so eine dreimal eine Pleb Edition oder sowas oder viermal oder keine Ahnung, jeweils 10 Maps oder so. Ja, das ist halt so hart viel. Da musst du dir die Strecken angucken, oder? Du kennst die halt gar nicht. Also ich finde so 6 Strecken ist schon in Ordnung. Hey, ich habe mal gut gefinisht. So, und dann haben wir Ziel erreicht. 80. Hauptsache Ziel diesmal. Oh, Aurel ist mal nicht der Erste. Ach ja. Ich schlief da schon ein, weil er so gut ist. Ne, Aurel, er hat nur 14 Punkte bekommen. Bist ja noch, also Top 8 ist ja noch drin, was ich dir gesagt habe, was du machen sollst, wa? Gucken wir mal. Überhole ich jetzt, die überhole ich. Ja. 9. oder? Ne, 10. Nicht schlecht. Ist noch gut dran. Immerhin, die Ja, schlimmste bis Map 5. ist Platz vorbei. geht's noch, ja. Los, und Ja. danach wird's dann schon wieder ein bisschen. Danach ist eng. Also nicht eng. Ah, das war die Linie, die ich gefahren bin. Voyage 35. Ja, das war Ach die ja. erste Map, wo gerade noch alles schief lief. Deswegen hatten wir schon unser Warm-up. Und werden jetzt durchstarten. Kann ich hier drauf was reißen? Ich weiß es nicht. Ich fahre mein Bestes. Auch wenn du den Speedpart gut hinbekommst, da überholst du dann einige. Komm, WU end. Ich will nicht wieder gut im WU fahren und danach Scheiße bauen. Hier, wir cutten. Fast. Ich habe heute mal die Trackmania-Mucke angemacht. Einfach nur so. Könnt ihr mal schreiben, ob das besser ist oder nicht besser. Sollte nicht so laut sein. Den Trackmania ESWC fand ich damals irgendwie gut. Die war so richtig schön catchy.
Da bist du richtig zu abgegangen, ja? Ja. Hier beim Fahren so einfach den. Ja. Die anfangen einfach so ein bisschen Tech-Dirt-Gewusel. Der Speedpart, na, eigentlich ganz cool. Und der RPG-Part ist auch ein bisschen länger. So, Speedpart kommt jetzt. Hier so eine harte Rechtskurve. Na, hier. Sprung in den Looping. Und hier ab nach oben. Und gefällt. Alright. Und jetzt kommt hier so ein harter Part hier. Da muss man halt so springen, dass man da wirklich raufkommt. Dann respawn. Ab in den RPG. Oh. Hier hoch, hier runter, um die Kurve rum dutschen, hier rum dutschen. Nicht so gut rumgedutscht. Ich glaube, du bist vor mir. Dann hier ins Loch reinspringen möglichst. Oh, das war richtig knapp, wie ich da reingesprungen bin. Ach, hei, hei, hei. Keine Ahnung, was passiert da im Chat gerade? Irgendwas wurde in die Warteschleife Ich habe halbwegs Chancen auf ein gutes Finish, deswegen. Brainlag, jetzt nicht mehr. So. Wo ging's denn gleich nochmal lang? Ja, aber. Rum. 27 ist schon nicht mehr drin. Ach, 29 ist aber so ein Scheiß. 54. Atomar. Heißt der so? Aum-Tor wurde gekickt. Weil er irgendwas gejukt hat. Nein. Okay. Das sollte man nicht machen. Das ist Spam knallhart. Der Typ hat, den habe ich aber die ganze Zeit immer auf dem Server gesehen. Der hat die Maps trainiert. Ach man, ey, ich habe die Wall verkackt. Habe ich einen Bug bekommen beim Ausfahren, bei der Ausfahrt. Oh, guck mal, Sian ist auf dem Server. 130. ist er gefinisht. So ein Zuschauer. Hi. Ja. Wieder Aurel, erster, ey. Was ist los mit dem Typen? Ja, man. Ist krank. Krank ist er geworden. Die ganzen jungen Leute von heutzutage, wa? Die alle so gut fahren. Schlimm. Saxum. Vierter geworden. Oh oh. Guck mal, Loso ist hat hinter mir gefinisht. Ein Platz. So, Marius will ich auf jeden Fall holen. Go, go. Marius wird geholt. Der Safe Meister. Warum steht das eigentlich auf Deutsch? Da Spam hat die Warteschlange geleert. Weil dein Spiel auf Deutsch eingestellt ist, vermutlich. Echt, das ist so weit ist es schon, ja, dass sowas lokalisiert ist. Unfassbar, Trackmania. Knallt alles weg. Scheiß auf den Speedslide da. Will nichts falsch machen, das ist mir lieber. So, hier wieder gut gelandet. 300 aufgeholt im Speedpart auf meine Bestzeit. Oh ne, ich steck fest. Ernsthaft? Oh, ich bin fast umgekippt. Komm schon! Oh Gott, hätte ich auch gleich respawnen können. Jetzt werden wir diesen Lochjump nicht so gut schaffen. Dann machen wir die save langsame Variante. Ja, mehr Punkte als einen können wir jetzt schon wieder abschminken, sind nur noch 100. Bin in dem scheiß RPG-Ding da hängen geblieben, ey. In dieser komischen Bounce-Kurve. Ja. Stand voll quer drunter.
Ach, Kacke. 36. Scheiße, ne? Ja, so holst du Marius nicht. Oh boy, muss ich respawnen. Kein Unterschied, ob ich jetzt respawn oder nicht. Das ist lame, weiß ich nicht. Dann muss ich, vielleicht schreibe ich Spam mal, das ist doch doof so. Ein Punkt. Meinetwegen addier halt die Zeiten von allen Strecken, weißt du? Oder sowas. Das wäre ja auch eine Idee. Ja, das wäre cool. Dann würde wirklich jede Runde zählen. Weil hier ist egal wer. Guck mal, jetzt hier Dank Raptor auch 127. Weißt du? Die wissen, wenn die einmal hart failen, dann wissen die, scheiß drauf, ich krieg eh immer einen Punkt und bin raus. Und so könnten sich wenigstens alle noch anstrengen, wenn sie failen. Marco auch 133. Die fahren dann halt auch alle nur dämlich zu Ende. Thank you.